Wir sind schon live, heißt, ich darf loslegen. Super. Willkommen beim 17. Darmstädter Jazzforum. Willkommen hier im Hoffa Theater und wie sagt man denn das jetzt? Zu Hause an den Bildschirmen kann man ja nicht sagen, ne? Aber doch zu Hause an den Monitoren. Danke an, vielleicht zuerst mal an die Betreiber des Hoffa Theaters, dass sie uns Unterschlupf gewährt haben. Jürgen Barth, Manfred, Solveig. Wir sind normalerweise im Literaturhaus hier in Darmstadt, aber zu Corona-Zeiten ist das einfach ein bisschen zu klein, gerade für die Panels, die wir planen. Und wir brauchen also einen Raum, der ein bisschen ausgedehntere Bühne hat, auch dass wir das Streaming hinkriegen und die Kameras da unterbringen können. Dank vorneweg auch an unsere Sponsoren. Das muss nicht nur sein, das soll auch sein. An allererster Stelle mein persönlicher Arbeitgeber, die Stadt Darmstadt, die das Jazzinstitut seit 31 Jahren trägt und es möglich macht, dass wir solche Veranstaltungen machen alle 2 Jahre. Danke ans Land Hessen, das uns von Anfang an immer beim Jazzforum, bei anderen Veranstaltungen unterstützt, an den Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main. Und dank last not least noch an andere Kulturmitveranstalter. Morgen haben wir ein Konzert in der Bessunger Knabenschule. Das funktioniert hier in unserer Stadt ganz hervorragend, dass wir alle miteinander arbeiten. Und es macht sehr viel Spaß. Ihr alle kriegt mit, Sie kriegen mit, dass wir online live sind. Das heißt, wir versuchen so ein bisschen pünktlich zu sein. Das größte Problem dabei bin in der Regel ich, weil ich immer zu spät anfange und gerne überziehe. Also ich habe jetzt für meine Einführungsworte, glaube ich, bis insgesamt 14:30 Uhr Zeit, aber ich werde es kürzer schaffen. Ich werde ein paar allgemeine Statements vielleicht bringen und ein bisschen erklären, warum wir zu diesem Thema gekommen sind bei diesem Jazzforum. Roots, Heimat, wie offen ist der Jazz? Das hat diesmal ein wenig gedauert, bis wir einen Titel hatten, den wir passend fanden für das, was wir in den nächsten 3 Tagen verhandeln wollen. Ursprünglich, und der eine oder die andere wird sich vielleicht daran erinnern, sollte der Titel lauten Eurozentrismus im Jazz. Es sollte darum gehen, wie stark ästhetische, musiksoziologische Rezeptionsverhaltensweisen den Jazz prägen, die ihren Ursprung irgendwie in der europäischen Musikkultur haben. Die Idee dahinter war, dass wir uns den Transkulturationsprozess ein wenig stärker bewusst machen wollten, der von Anfang an und bis in unsere Tage hinein im Jazz stattfindet. Nicht nur im Jazz, auch in anderen Formen von Musik, aber im Jazz eben ganz besonders. Um die Genese des Jazzforums-Titels vielleicht noch ein bisschen fortzuführen, der ich das Wort Eurozentrismus in diesen Titel geschleust hatte, dachte mir das damals eigentlich ziemlich neutral, eher beschreibend. Dann kamen aber zahlreiche Rückmeldungen, die schnell klar machten, dass die negativen Konnotationen des Wortes der Diskussion wahrscheinlich im Weg stehen würde. Einige der Vorträge immerhin, die wir in den nächsten 3 Tagen hören, sind auf einen Call for Papers hin vorgeschlagen worden, der noch mit Eurozentrismus überschrieben war. Wir hatten dann einen Zwischentitel, den ich schon wieder vergessen habe, und kam schließlich auf die Dualität von Roots und Heimat, die irgendwie jede Musikerin, jeder Musiker in sich verspürt, in dem Bezug auf die afroamerikanische Herkunft des Jazz einerseits und dem Einfluss der eigenen musikalischen Sozialisation hierzulande andererseits. In den letzten Wochen wurde dann der Untertitel immer wichtiger, die Frage also, wie offen ist der Jazz? Unter anderem, weil Diskussionen in Musikerinnenkreisen uns dazu animierten, die mehr Diversität im Jazz einforderten, ein Bewusstsein dafür, dass Jazz in Deutschland, um das mal geografisch einzuschränken, nicht länger eine Musik nur weißer Männer ist.
Die Thematik hatten wir ja bereits in Darmstadt diskutiert, 2015 etwa beim Jazzforum, das sich mit dem Thema Gender und Identity befasste, bei dem es gerade eben nicht nur um Frauen im Jazz ging, sondern darum, dass die Jazzbevölkerung nicht weniger bunt und vielfältig ist als der Rest der Bevölkerung. Wir haben uns beim letzten Jazzforum darüber unterhalten, das überschrieben war Positionen, Jazz und Politik, bei dem es um politisches Bewusstsein unter Musikerinnen und Musikern, Veranstalterinnen und Veranstaltern und Jazzfans ging. Und wir gehen diesmal einfach noch einen Schritt weiter und fragen konkret nach, wie lässt sich das in der jüngsten Generation von Musikerinnen und Musikern ausgedrückte Verlangen nach mehr Gerechtigkeit auch in unserer kleinen Jazz-Szene beschreiben? Woher kommt es und warum waren wir immer der Meinung, der Jazz sei doch die beste aller Welten, wenn dies offenbar schon länger nicht mehr alle so sehen? War das, was wir als Jazz verstehen, hierzulande zu lange eine akademische Stilübung ohne Bodenhaftung, ohne Bezug zur Realität, oder befinden wir uns einfach in einem Generationswandel, wie er ja auch in der breiten Gesellschaft zu merken ist und in dem unser aller Bewusstsein für das Privileg geschärft wird, mit dem wir in der westlichen Welt leben, für die Ungerechtigkeiten in unserer eigenen Umgebung, für die Verantwortung, die wir jede und jeder Einzelne haben, zu einer besseren Welt beizutragen. Wir haben für dieses Darmstädter Jazzforum versucht, eine möglichst bunte Mischung an Beiträgen, Meinungen und Ansätzen zu programmieren. Es geht uns beim Jazzforum ja weniger darum, dass wir uns am Ende alle einig sind in unserer Haltung, als vielmehr darum, die verschiedenen Perspektiven sichtbar zu machen. Ideal ist, wenn am Sonntag jede und jeder von uns nach Hause fährt, mit der Erfahrung, auf zumindest eine Facette des breiten Themas gestoßen worden zu sein, die sie oder er vorher vielleicht nicht im Blick hatte. Wir haben die verschiedenen Referate und Panels in 5 Themenblöcken zusammengefasst. Heute werden wir darüber sprechen, wie kulturelle Identität eigentlich geformt und wie deren Wahrnehmung beeinflusst wird. Morgen haben wir einen Vormittag der Case Studies über kulturelle Aneignung und nationales Selbstverständnis. Dann geht es morgen Nachmittag um Othering-Strategien, aber auch darum, wie Musikerinnen und Musiker in Europa die afroamerikanische Szene über die Jahre als Vergleichsmaßstab nutzten. Und wir setzen uns damit auseinander, wie konkret sich gesellschaftliche Gerechtigkeit in der Musikszene erreichen lässt. Am Samstag dann machen wir vormittags mit Case Studies weiter, diesmal solchen, die konkrete Musiker betreffen, nämlich Bill Ramsey und Heinz Sauer. Und am Nachmittag hören wir von mehreren Projekten, die schon jetzt daran arbeiten, die Welt zu verändern. Und wir diskutieren mit Veranstalterinnen darüber, was sie tun können, damit die Diskursfähigkeit der Musik auch öffentlich präsentiert und erhalten bleibt. Für die Panels, die alle 3 Tage beenden, freuen wir uns mit Sophie Emilie BH. Da oben sitzt sie. Das ist jetzt das Blöde bei dieser super Beleuchtung, dass ich das Publikum nicht mehr sehe. Mit Sophie nicht nur eine Moderatorin gewonnen zu haben, sondern quasi eine Gestalterin, die sich also auch über die Richtung des Gesprächs vorab Gedanken gemacht hat. Unglaublich erfrischend, dass man Dinge aus der Hand geben kann. Wir haben das Jazzforum immer als eine Art Scharnier zwischen dem verstanden, was gemeinhin als Jazzforschung bezeichnet wird, den Diskursen, die zum Beispiel auch in der Jazzpresse behandelt werden, und der aktiven Jazzszene. Das wird in diesem Jahr noch einmal deutlicher als sonst. Ich freue mich also besonders, dass wir wieder eine ganze Reihe an Musikerinnen und Musikern mit dabei haben. Denn ich finde, über Musik sollte man immer mit denen diskutieren, die sie auch machen. Ich freue mich, dass wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichen Ländern zu Gast haben, von denen Timo Vollbrecht am weitesten angereist ist aus New York, gefolgt von Adam Havas aus Budapest, Anneliese Malmros aus Dänemark und Philipp Schmickel aus Österreich. Und entschuldigt, wenn ich jetzt nicht jede und jeden von euch einzeln nenne, aber 2 möchte ich doch noch herausheben, weil sie neben ihrer Teilnahme an der Konferenz auch noch in anderer Funktion in Darmstadt sind. Das ist zum einen Niklaus Troxer,
der hier ist und mit dessen Plakaten wir ab Montag eine imposante kleine Ausstellung in der Galerie des Jazzinstituts zeigen. Niklaus wird uns morgen Vormittag über seinen Weg zum Jazz, über seine Aktivitäten in Willisau und über das Zusammengehen von Musik und grafischer Gestaltung mehr erzählen. Und ich freue mich, dass Luise Volkmann in Darmstadt ist, nicht hier im Raum, sondern im Augenblick im Jazzinstitut, wo sie mit ihrem Projekt Lion Sauvage probt und morgen Abend im Rahmen ihres Konzerts in der Bessonger Knabenschule den Katrin-Preis entgegennimmt und am Samstag mit uns allen über Ritualität im Jazz diskutieren wird. Last but not least freue ich mich über die Zusage von Kolleginnen und Kollegen, die gerade nicht aus dem Jazzbereich stammen. Wir befinden uns ja in der Zwischenzeit in so etwas wie einer Post-Genre-Ära. Da ist es wichtiger denn je, über den eigenen Tellerrand zu blicken. Gerade aber, wenn man Genre-Traditionen in Frage stellt, sind Themen wie die, die wir bei diesem Jazzforum diskutieren, besonders wichtig. Gerade wenn wir die Genregrenzen öffnen, müssen wir die wirkliche Offenheit dessen, worüber wir uns unterhalten, hinterfragen. Also, wie offen ist der Jazz? In den letzten Wochen hat sich der ursprüngliche Untertitel mehr und mehr zum Haupttitel dieses Jazzforums gemausert. Die Frage stellen wir euch, den Referentinnen und Referenten, den Panelistinnen und Panelisten, den Teilnehmenden beim Jazzforum. Aber wir stellen sie irgendwie auch uns selbst. Wie offen ist eine Musik, deren Macher, und da bleibe ich jetzt mal kurz beim Maskulinum, die Diversität der Gesellschaft nur bedingt widerspiegeln? Ich bin der Letzte, der das Wort der weißen alten Männer gebrauchen mag, auch weil ich selbst dazugehöre. Vor allem aber, weil es meist als vereinfachte Schuldzuweisung benutzt wird, die Komplexität des menschlichen Zusammenlebens ein wenig außer Acht lässt. Und doch, das Thema beispielsweise der Musikerin in unserer Szene ist ja seit Jahren sehr präsent und wir sehen so langsam, dass der Fokus, den Veranstalterinnen und Veranstalter auf sie legen oder auf die Präsentation von Musikerinnen legen, die Tatsache, dass wir alle gefordert sind, unsere Programme doch noch einmal daraufhin zu überprüfen, ob sie zumindest den Hauch einer Balance zwischen den Geschlechtern wiedergeben, zur Veränderung geführt hat. Stichwort Vorbilder. Ist das also ein Beispiel, um andere Gruppen in den Blick zu nehmen? Es geht ja jetzt nicht darum, eine Jazzwelt zu schaffen, in der es eine ausgeklügelte Balance zwischen Männern und Frauen gibt, zwischen Homo, Hetero und sonst wie sexuellen Menschen, People of Color, Menschen mit Migrationshintergrund, in Deutschland lebenden Amerikanerinnen, Amerikanern und desgleichen mehr. Es geht um eine Jazzwelt, in der die transsexuelle Saxophonistin nicht als außergewöhnlich gilt, sondern als selbstverständlich, weil sie eine eigene Perspektive beizusteuern hat. Es geht um eine Jazzwelt, in der Menschen mit nichtdeutschen ethnischen Hintergründen ein kreatives Potenzial bieten, das unsere Musik noch mehr bereichert. Es geht um eine Jazzwelt, die sich darüber freut, dass die Grenzen des Genres immer weiter ausgereizt werden, dass Musikerinnen und Musiker in alle Richtungen experimentieren. Es geht um das Verständnis, dass das Ungewöhnliche irgendwo in unserer Gesellschaft ziemlich gewöhnlich ist. Wir sprechen ja im Vorfeld des Jazzforums immer mit Kollegen, mit Musikerinnen und Veranstaltern, Journalistinnen und Labelmachern, erzählen denen, was wir so planen, gar nicht so sehr der Werbung wegen, sondern vielmehr, weil wir den Spiegel benötigen, weil wir herausfinden wollen, ob das Thema eins ist, das nur uns interessiert oder das auch anderen auf der Zunge brennt. Ich habe diesmal von zahlreichen älteren Kollegen und wieder die maskuline Form gehört. Wieso? Ich spiele doch laufend und mit jedem zusammen. Ich habe doch schon immer über multiethnische Projekte berichtet. Wir sehen uns eh als weltmusikalisches Plattenlabel. Bei uns treten Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Herkunft auf. Diese Eingrenzungen funktionieren doch eh nicht mehr. Sprich, ich habe eine Reihe an Reaktionen erhalten, die darauf hinwiesen, dass das alles doch gar kein Problem mehr sei, dass wir doch schon viel weiter sind. Solche Reaktionen sind mir
immer eine Warnung. Wir hatten sie auch beim Jazzforum um Gender und Identität und bei dem um Jazz und Politik gehalten. Sie zeigen mir in der Regel, dass genau das ein Thema ist, das wir behandeln sollten. Und die Rückmeldung aus der Szene, die dann zum Programm führten, das wir die nächsten Tage erleben werden, gaben mir zumindest da recht. Sie zeigen vor allem eins, dass nämlich die Jazz-Community wieder eine ziemlich diskursfreudige Szene geworden ist. Und so ist mein erstes Fazit dieser Tagung, das wir dann am Ende hoffentlich verifizieren können, meine erste Antwort also auf die Frage, wie offen ist der Jazz? Ziemlich. Vielen Dank. Und wir haben jetzt 5 Minuten, um einmal kurz durchzulüften. Das werden wir jetzt nämlich regelmäßig machen und den Computer aufzubauen. Und dann begrüße ich Philipp Terriete.